Moin und herzlich willkommen zurück zum Politik Simulator 4 Power and Revolution in Burundi, in Afrika. Mittendrin quasi. Also hier dieses kleine Land da, das ist Burundi. Ziemlich klein in Afrika, aber wir machen jetzt in der Welt wahrscheinlich auch nicht von uns reden mit unserem krassen Wachstum, was wir haben. Da stechen wir langsam aus der Masse so ein bisschen raus hier. 10% Wachstum. Und wir können uns mit einigen asiatischen Ländern schon messen, was den Reichtum betrifft. Sondern mit den Ärmsten in Asien, aber immerhin. Bangladesch dürften wir jetzt eingeholt haben. Ja, haben wir eingeholt. Wie sieht's mit Kambodscha aus? Die werden dann wahrscheinlich die nächsten sein. Geiselnahme, Kidnapping. Ja gut, Terrorismusprobleme haben wir leider weiterhin. Auch wenn wir uns da mittlerweile ein bisschen drum bemühen, das Problem zu lösen, aber wir kommen da leider nicht voran. Egal wie viel wir investieren. Das ist ein bisschen schade. Unsere Inflation geht leider auch hoch. Mittlerweile schon bei 3%. Das wird langsam auch ein bisschen beunruhigend. Obwohl wir halt schon den maximalen Leitzins haben, ne? Den können wir nicht weiter anheben. Das geht nicht. Wir haben halt, wir müssen halt irgendwie mit unseren 10% Wachstum klarkommen, die wir gerade haben. Oder halt 9,67 gerade. Das ist schon heftig. Ach hier, Verstärkung der Cybersicherheit. So, unsere Informationssysteme und Netzwerke wurden gesichert. Sie laufen ab sofort in einer Umgebung, die von einer Firewall geschützt wird. Das Niveau dieser Firewall ist Gold. Hier haben wir das Beste im Bereich der Cybersicherheit. Jawohl, dann geht hoffentlich nichts mehr schief in Zukunft. Das ist sehr schön. Das ist sehr schön. So. Ich glaube, hier gehen auch mal unsere Werte so ein bisschen hoch. Im Glück. Da haben wir uns auch ein bisschen vorangekämpft jetzt. Ja, bleibt ein bisschen stabil, aber im Großen und Ganzen geht es tendenziell nach oben. Oh, unsere Beliebtheit ist zum ersten Mal wieder gesunken. Ist da eine Geiselnahme schiefgelaufen oder was ist da los? Hatten wir schon länger nicht mehr, dass es tatsächlich runtergegangen ist. Oh, unser Überschuss geht sogar zurück gerade. Mhm. Aha. Was sagt uns das? Ich weiß es nicht genau. Aber in letzter Zeit ist es, meine ich, wäre es kontinuierlich gestiegen. Jetzt geht es zurück, der Überschuss. Das ist interessant. Tja, ich bin mir jetzt nicht sicher, wie ich das deuten soll, dass das halt ein bisschen zu stagnieren scheint. Das ist der Überschuss, die Überschussentwicklung. Natürlich wurde der wieder ermordet. Wird er ständig. Wir kommen da einfach nicht weiter. Wir können nochmal ein paar Cyberanalytiker einstellen. So, wenn wir 100.000 haben, haben wir auf jeden Fall mehr als genug. Dann sind wir da sicher aufgestellt. Ah, wir haben ein neues Jahr. Ich würde sagen, im neuen Jahr kann man nochmal eine neue Kampagne für Sensibilisierung machen. 3 Milliarden ist ja auch nicht so teuer. Oh, unser Überschuss ist wieder zurückgegangen. Hm, geht jetzt mehr zurück, als ich gedacht hätte. Und ich mache mal nochmal einen Termin mit dem Arzt, mit dem Leibarzt. Das ist vielleicht eine gute Routine, wenn man das mal einmal im Jahr oder so macht. So, damit wir noch lange durchhalten. Glück wird mehr angeblich. Viele frei. Juhu, gut in Form, das finde ich gut. Was sagt das Glück? Naja, bleibt recht stabil, aber wir haben wieder Plätze gut gemacht. Moment, falsches Land ausgewählt. Wir sind mittlerweile hier auf Platz 164, aber das liegt wohl eher daran, dass andere Länder schlechter geworden sind. Aber wir kommen voran, wir kommen voran. Das ist schön. Jetzt langsam trägt unsere Arbeit Früchte, habe ich den Eindruck. Oh, jetzt sind wir wieder auf 3,9% Wachstum zurück.
Das ist jetzt ein Problem vielleicht, weil jetzt könnte unsere Inflation darüber liegen. Naja, nicht ganz, aber es ist doch abgeknickt. Die Inflation steigt nicht weiter. Aber jetzt ist unser Wachstum nur knapp höher als die Inflation. Das hatten wir schon länger nicht mehr. Das heißt, dass die Diskrepanz so niedrig ist. Das heißt, wir wachsen jetzt vergleichsweise langsam. Es sei denn, es geht im Laufe des Jahres wieder hoch. Das kann natürlich auch sein. Achso, ich wollte doch Geld in Medien, in Internet investieren. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6%, jo, das geht. 92% 4G. Bald sind wir bei 100%. Die Landesverteidigung. Und dann machen wir mit Glasfaser und 5G weiter. Bleibt das denn jetzt bei 3,9? Geht sogar noch weiter runter. Oha. Kommen wir jetzt uns hier Wachstumsrate und Inflationsrate in die Quere. Das wäre ernüchternd, wenn dem so wäre. Dann ist unser einziger Wachstumsmotor der Bevölkerung zurückgegangen. Der halt das BIP pro Person erhöht, mit dem ich mich immer vergleiche, weil das die relevante Größe ist. Die terroristische. Was ist eigentlich nochmal? Das ist gegen Gesundheit, oder? Ah, ne, die Mehrwertsteuer, weil die so hoch ist. Wird es kritisiert. Wir zahlen auf jeden Fall kein Lösegeld. Na, jetzt geht's Wachstum wieder hoch. Jetzt sind wir bei 4,23%. Jetzt geht's wieder hoch. Jetzt geht's wieder hoch. Aber die Inflation geht runter. Ist die Frage, ob das jetzt nur kurz war, dass die Inflation runtergeht, oder ob die jetzt wieder dauerhaft runtergehen wird. Wird wieder gespannt. Ich bin wieder gespannt, das weiterhin zu beobachten. Die Entwicklung. Genau, in Bildung haben wir ordentlich Geld investiert, das finde ich sehr gut. Aber in die Infrastruktur in der Bildung möchte ich erst investieren, wenn unser Internet fertig ausgebaut ist, weil ich glaube, das ist noch der größere Faktor für das Wirtschaftswachstum, was erstmal meine Hauptmotivation ist. Genau. Aber was mich so ein bisschen Unser eingeschleuste beunruhigt, ist, dass der Überschuss angeblich weniger wird. Ich habe einfach nochmal die Zahl der Cyberanalytiker erhöht, weil die fast nichts kosten. Das ist ja unter einer Milliarde, und unter einer Milliarde ist für unsere Verhältnisse halt nix. Wow. Die Terroristen. La 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 la. So, aber das ist hier eine krasse Entwicklung, die wir jetzt hier haben, was die Erhöhung der Studentenzahlen angeht. Mal schauen, wie weit wir da noch kommen. Kanada scheint so den besten Wert zu haben. Das könnte man vielleicht mal anpeilen. Die Prozent der Einwohner, 10% der Einwohner sind dann Studenten. Bei den Kanadiern. Interessant. Mal schauen, wie weit wir kommen. So, wie sieht's aus? Bangladesch eingeholt? Hatten wir das schon länger oder hatten wir das noch nicht? Weiß ich jetzt nicht mehr. Auf jeden Fall haben wir sie eingeholt. Wie sieht's mit Kambodscha aus? Da haben wir noch ein bisschen was vor uns. Geht unser Wachstum wieder hoch? Nein, geht es nicht. Geht sogar ein bisschen runter. Also war wieder nur kurz, dass es mal so hoch war. Also ein kontinuierliches 10% Wirtschaftswachstum kriegen wir nicht so hin. Hatten wir immer wieder mal, dass wir kurz 10% hatten, aber immer nur für kurz. Jetzt ist halt wieder. Oh, das ist jetzt aber knapp. Zwischen unserer Inflation, unserem Wirtschaftswachstum. Das ist jetzt aber knapp. Wir wachsen gerade nur sehr langsam. Unruhigend, finde ich das. Na gut, dafür sind wir letztes Jahr umso schneller gewachsen, ne? So gleicht sich das vielleicht aus. Schon wieder Armeechef gestorben. Ich sterbe auch wieder. Wie
wie die fliegen können, würde ich fast sagen, aber gut. Die Päpste sterben noch öfter hier in diesem Spiel. Die terroristische. Na, weg damit dir. Oha, Moment. Oh, jetzt ist unsere Inflation sogar höher als unser Wirtschaftswachstum. Was passiert hier? Das ist nicht gut. Gut, wir könnten immer noch am Wachsen sein, dadurch, dass unsere Bevölkerung, das BIP pro Person könnte noch wachsen, dass unser Bevölkerungsrückgang noch größer ist. Hier mit 0,64%. Aber, das ist gerade etwas beunruhigend, diese Zahl, dass es so runtergeht. Jetzt ist wieder Gleichstand. Und jetzt wachsen wir wieder langsamer. Also das Wirtschaftswachstum geht immer weiter zurück wieder. Normalerweise wäre ich mit 3% zufrieden, aber damals hatten wir auch noch null Inflation quasi, als ich damit zufrieden war. Das beunruhigt mich jetzt etwas. Wir sind quasi am Schrumpfen. Nicht gut. Und Leitzins können wir nicht anheben. Ist schon auf dem Maximum. Warum muss das auch immer so schwanken, das Wachstum? Das ist ja schlimm. Schaut auf das Wachstum. Das letzte Mal, als ich da auf das Wachstum geschaut habe, nach dieser Meldung, war es krass hoch. Es geht aber immer weiter runter. Und die Inflation geht hoch. Oje, oder? Nee, die geht auch runter, aber langsamer. Die geht langsamer runter. Nicht so gut. Nicht so gut. Nicht so gut, nicht so gut. Es kann sein, dass wenigstens unser Überschuss mehr wird. Das wäre immerhin etwas. Aber ich kann das jetzt auch gerade schlecht deuten. Wir sind in recht stabilen Zeiten, glaube ich. Es geht noch weiter runter, das Wirtschaftswachstum. Was ist denn da los? Immerhin geht auch die Inflation runter, aber zu langsam. Naja, wir haben nochmal Überschuss reinbekommen. Wir können das Geld nochmal investieren. In Internet, wie ich das gerne tue. 1, 2, 3, 4, 5%. Oder 4%. Man hat nur 4%. Ist das so teuer mittlerweile? Nö. Doch. Hä, ist das mittlerweile so teuer? Krass. So, wir machen mal ein Treffen mit Äthiopien aus. Schon wieder Politiker ermordet worden. Ist das mittlerweile so teuer, das Internet? Krass. Krass, krass. Guten Tag. Ich will aber nicht verhandeln. Sorry, ja. Tschüss. Oh. So, jetzt können wir hier auch nochmal auf 400 gehen. 100 Cyber-Analytiker. Schöne runde Zahl. Mehr als man braucht. Ach doch, mittlerweile kostet es. Nein, nee, kostet doch keine Milliarden. Insgesamt hat es jetzt vielleicht ein paar Milliarden gekostet, aber die einzelnen Ausbauschritte, glaube ich, nicht so wirklich. Ah, unser Wachstum ist, glaube ich, doch wieder hochgegangen mittlerweile. Moment. Ja, unser Wachstum ist wieder hochgegangen. Warum auch immer das so krass schwanken muss. Aber ja, jetzt wachsen wir wieder. Wir wachsen wieder. Gut. Aber nicht so schnell, wie ich es gern hätte. Nicht so schnell, wie ich es gern hätte. Will nicht, dass hier die anderen Länder uns einholen. Aber ich glaube, wir kommen hier trotzdem an euch ran, oder? Naja, gut, aktuell ist es schwierig. Ach so, ich muss ja auf das Wachstum gucken, nicht auf die Arbeitslosenquote. Ja, schwierig auf jeden Fall für uns gerade. Letztes Jahr haben wir richtig Gas gegeben. Dieses Jahr ist wieder schwierig. Vor allem halt jetzt mit unserer höheren Inflationsrate. Ich kann nur hoffen, dass sie wieder runtergeht auf Dauer. Das wäre schön. Geht ja jetzt kontinuierlich runter, immerhin. Mal schauen, wie sich das in den nächsten Jahren, Jahrzehnten entwickeln wird. Die Terroristen.
So, unser Momettel ist jetzt auf jeden Fall schon seit, ist ja schon 54 Jahre alt. Er ist jetzt schon seit 2021, ups, sorry, seit 2021 im Amt. Das heißt, jetzt schon 24 Jahre ist er schon im Amt. Auch ordentlich, auch eine Leistung. Oh, das Wachstum geht wieder zurück. Schon wieder. Lass wenigstens die Inflation unter 3% rutschen. Na, noch nicht. Die bleibt wieder gleich. Oh, Parlamentswahlen sind wieder. Gut, die sind normalerweise kein Problem. Beim letzten Mal haben wir sogar das gesamte Parlament für uns gekriegt. Für uns alleine. 87% haben wir momentan. Das ist der erste Wahlgang dann. Ne? Das ist die Frage, wie dann der zweite wird. Es könnte jetzt nochmal interessant werden, wie die Wahl ausgehen wird. Wann ist die denn? Am 28. Mai. Okay. Düdel-düb-düm. Prozent. 100%. Wie sieht es eigentlich mit den Sympathisanten aus bei den Parteien? 3 Millionen, wir haben 7 Millionen und die haben 300.000. Ah, ist ein Unterschied. So, Mai, in diesem Monat ist dann die Wahl auch. Aber ich glaube, wenigstens unser Überschuss geht wieder etwas hoch. Die Landesvorteile. Das wäre immerhin etwas. Ja, 3,01% Inflation. Ah, hier, unsere Umfragenwerte sind nochmal ein bisschen besser geworden. 89% mittlerweile. Beim letzten Mal sind ja im zweiten Wahlgang, glaube ich, dann nur noch wir angetreten, oder wie war das? Ich weiß es nicht mehr genau. Ich glaube, dann sind wir nur noch alleine angetreten, deswegen sind die anderen gar nicht mehr reingekommen. Mal schauen, wie es diesmal sein wird. Das ist schon krass. Mal gucken, ob wir das weiterhin aufrechterhalten können, dass wir das ganze Parlament für uns haben. Wir werden sehen. La, 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 la. So, die Parlamentswahlen stehen an. Da 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 dam, da 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 dam. Parlament hat natürlich nichts zu sagen, ist also eigentlich egal. Man kann nur gucken, ob man sich bestätigt fühlen kann in dem, was man so tut, als Guten Abend. Regierungspartei. Guten Die Tag. ersten. Okay, die haben 2% geholt, die haben 10% geholt. Das heißt, wir sind bei paar 80%. Und es gibt noch einen zweiten Wahlgang. Ist die Frage, wie der dann aussehen wird. Dann wieder eine Oppositionspartei ins Parlament einziehen wird. Wir werden sehen. Prozent Wahlbeteiligung. Was haben wir hier immer schneller? Unsere Eisenbahningenieure vollbringen Heldentaten. Sie haben gerade eine neue Generation des Hyperloop-Zuges entwickelt, der in der Lage ist, über 2000 km/h zu erreichen. Dies ist möglich, indem ein noch dichteres Vakuum in der Tunnelröhre des Zuges geschaffen wird, wodurch die Luftreibung verringert wird. Wir sind bereit, neue Hyperloop-Strecken zu bauen. Wir sind zwar nicht die Ersten, die diese Entdeckung gemacht haben, wir können enorm von dieser Po Technologie profitieren. Das heißt, wir könnten jetzt eine Hyperloop-Strecke bauen. Ich weiß nicht, wie teuer die sein wird. Aber das könnten wir uns mal anschauen. Ja, schon irgendwie wieder so ein Raumfahrterfolg, schön für euch. Ach so, jetzt kommt. Ne, Moment, das ist nochmal was anderes. Was ist das? Entdeckung von außerirdischem Lebensform auf Es Europa, ist also auf dem gerade eine Mond. unglaubliche Oha. Nachricht eingegangen. Zum ersten Mal in der Geschichte der Menschheit wurde außerirdisches Leben im
Sonnensystem entdeckt. Mit Hilfe eines Unterseeerkundungsroboters, der flüssige Salzwasserproben mehrere Kilometer unter der Eisoberfläche dieses Mondes entnahm und analysierte, wurde ein lebendiger Organismus mit einer Größe von weniger als 0,1 Millimeter entdeckt. Seine Struktur ist mit der von Mikroplankton zu vergleichen, der in unseren Ozeanen zu finden ist. Dies ist eine historische Entdeckung, die sich zweifelsohne auf die Wissenschaft auswirken wird, erklärte die Weltraumagentur in Person des wissenschaftlichen Leiters des Programms. Krass, außerirdisches Leben wurde entdeckt. Das ist heftig. Moment, haben wir jetzt noch einen zweiten Beigang? Ja, der kommt jetzt auch noch. Dann gucken wir uns den nochmal an. So, auf jeden Fall niedrigere Wahlbeteiligung. Guten Abend. Guten Abend. Ach hier, wir treten wieder alleine an zur Wahl, zum zweiten Wahlgang. Okay, wir holen wieder 100% der Stimmen. Na, schön. Gut, 100%, ja. Hey, aber hier sind trotzdem unterschiedliche Werte angegeben worden. Wie die Leute gewählt haben. Das ist sehr interessant. Und dann sind die vielleicht einfach unter einer Hürde verschwunden, wie auch immer, wie hoch auch immer die sein sollen. Naja, gut. Ich würde sagen, das war's für die heutige Folge. Ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns dann vielleicht beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Hat dir das Video gefallen und würdest du gerne mehr von sehen? Verschwören dir noch unzählige Projekte im Kopf rum, die wir mal machen sollen? Leider ist das Moment für uns alles noch sehr schwer umzusetzen, da YouTube nur ein Nebenjob für uns ist. Jedoch, was nicht ist, kann sich ja noch ändern und das schon ab 1 Euro pro Monat. Das ist jetzt auf den ersten Blick vielleicht nicht viel Geld, aber wenn uns bereits jetzt jeder Abonnent diesen 1 Euro geben würde, könnten wir es bereits hauptberuflich umsetzen. Wenn wir und der Kanal dir also am Herzen liegen, überleg doch vielleicht, ob du nicht auch wie diese Leute ebenso ein Kanalmitglied werden möchtest, damit auch wir unseren Traum von YouTube zu leben bald Realität werden lassen können.